Die Universität Rostock. Seit 1419 prägt sie das Zentrum der Hansestadt. Sie durchlebte viele Epochen, Staaten und Bewegungen, war Zeuge großer Errungenschaften und Tiefpunkte, wurde geformt durch das Denken und Wirken von Generationen. Über 200.000 Menschen haben hier geforscht, gelehrt, gelernt und dabei 6 Jahrhunderte Universitätsgeschichte geschrieben. Wir wollen die jüngere Geschichte greifbar machen und haben Zeitzeugen eingeladen, die Universität Rostock ihrer Zeit zu schildern. Geboren wird Wolfgang Medling am 9. September 1947 in Kavelsdorf. Nach dem Abitur 1966 studiert er Veterinärmedizin. Nach dem Studium bleibt Wolfgang Medling 13 Jahre an der Universität Leipzig und arbeitet in den Bereichen Tierhygiene und Agrarpädagogik. 1978 wird Wolfgang Medling promoviert, 1984 habilitiert er sich und folgt einem Ruf an die Universität Rostock. Professor Medling lehrt hier als Hochschuldozent und Professor an der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät bis 2007. Er engagiert sich hochschulpolitisch im Fachbereichsrat und Konzil. 1998 übernimmt er in der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern das Amt des Umweltministers. 2002 wird er stellvertretender Ministerpräsident und ab 2006 Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der Fraktion Die Linke. Auch im Ruhestand ist Wolfgang Medling aktives Mitglied in zahlreichen Vereinen. Lieber Herr Professor Medling, es ist wunderschön, dass wir Sie heute hier im Studio begrüßen dürfen. Wir machen ja in Vorbereitung des Universitätsjubiläums eine kleine Interviewproduktion, wo wir ehemalige Professoren der Universität nach ihrem Werdegang, aber auch nach ihrer weiteren beruflichen Entwicklung befragen und ein paar kleine Höhepunkte des Lebens herausarbeiten. Sie sind geborener Mecklenburger in Kavelsdorf und haben dann aber Ihr Studium in Leipzig aufgenommen. Warum gehen Sie nach Leipzig und bleiben nicht in Rostock zum Studium? Ja, in der Tat bin ich Mecklenburger. Ich habe mein Abitur in Sarnitz erworben und den Facharbeiterbrief als Rinderzüchter in Groß-Lüsewitz. Das war sozusagen meine Ausbildungsstätten. Ja, und dann konnte man Veterinärmedizin entweder in Berlin oder in Leipzig studieren. Und aus irgendeinem Grunde wollte ich nicht nach Berlin, sondern habe mich in Leipzig beworben, an der damaligen Veterinärmedizinischen Fakultät. Und bin auch angenommen worden. Damals gab es eine Aufnahmeprüfung und so etwas. Also nicht nur Numerus Clausus, sondern auch eine richtige Aufnahmeprüfung. Und man hat mich genommen. Später habe ich erfahren, dass ich in Berlin größere Chancen gehabt hätte, weil in Berlin nur 9 Bewerber auf einen Platz waren und in Leipzig 11. Aber ich bin genommen worden. Aber 9 und 11 ist ja auch noch. Bin dann sozusagen den Weg gegangen in der Ausbildung zum Tierarzt in Leipzig, im Sachsenland. Später habe ich da auch meine Frau kennengelernt und habe fast 20 Jahre an der Universität studiert und gearbeitet, bevor ich wieder nach Rostock kam. Aber warum bleiben Sie dann nicht in Leipzig? Ihre Frau finden Sie in Leipzig. Leipzig ist doch auch eine sehr schöne Stadt. Sie kommen aber doch zurück nach Rostock. Zieht die Ostsee oder die Universität? Ja, vieles hat gezogen, unter anderem die Ostsee. Wir sind also in unserer Leipziger Zeit immer im Urlaub hier an der Küste gewesen. Ja, ich hatte die Gelegenheit, mich zu entscheiden, nachdem ich die B-Promotion in Leipzig abgeschlossen hatte mit Erfolg, entweder in Leipzig zu bleiben oder ein Angebot in Rostock anzunehmen, eine Dozentur in Rostock. Und dann habe ich mich für Rostock entschieden. Ich war Mitte 30 und ich war in Leipzig sehr zufrieden mit meiner Arbeit, aber ich wollte auch was Neues und selbstständiger unternehmen, selbst bestimmen, was ich in der Forschung mache, ein breiteres Spektrum in der Ausbildung von Studenten, denn in Rostock haben wir ja Agrarstudenten gehabt und keine Veterinärstudenten. Genau, keine Veterinärmedizin, aber es zieht Sie trotzdem nach Rostock, obwohl Sie aus dieser veterinärmedizinischen Richtung kommen. Ja, mein Vater war Melker und Landwirt und ich bin also mit der Landwirtschaft in gewissem Maße verbunden und meine Eltern haben hier gewohnt, meine Verwandten haben hier gewohnt, ja, und uns gefällt der Norden heute noch und damals eben auch und das war ein wesentlicher Grund, hier nach Rostock zu gehen und diese Entscheidung habe ich nie bereut.
Was haben Sie dann in Rostock verändert? Ist ja eine Zeit, wo auch in der Hochschulpolitik in der DDR viel passiert. Auch Rostock, die Umwandlung in Sektionen von Fakultäten, in verschiedene Sektionen. Was machen Sie dann in Rostock? Was fassen Sie an? Wie verändert sich auch Ihr Forschungsgebiet in Rostock? Das ist eine interessante Frage, aber da würde ich schon in Leipzig beginnen wollen. Man spricht ja immer von den 68ern im Westen. Ja, genau. Ich will darauf hinweisen, die hat es auch in der DDR gegeben, nämlich in der Hochschulreform 1968. Ja. Damals wurden die Fakultäten sagen als administrative Einheiten aufgelöst und es wurden Sektionen eingerichtet, angeblich, weil Walter Ulbricht einmal gesagt hatte, wir müssen Sektionen bilden an den Universitäten. Und ich war dann also in der Sektion Tierproduktion und Veterinärmedizin in Leipzig, also die Zusammenführung von Agrar- und Veterinärstudentenausbildung. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, die Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Tiermedizin auch zu verbessern. Finde schade, dass das bei der nächsten Reform dann wieder aufgelöst worden ist. Ich bin also nach Rostock gekommen an die Sektion Tierproduktion dann und habe Studenten der Tierproduktion ausgebildet auf dem Gebiet der Tiergesundheit, Tierhygiene. Das ist mein Spezialgebiet. Habe aber auch Vorlesungen gehalten bei Meliorationswesen und Pflanzenproduktion. Das übrigens auch in Leipzig, in Halle, auf diesen Gebieten und dann mit die Studenten der Landwirtschaft auch ein bisschen mehr mitbekommen von Tiergesundheit und Tiergesundheitsschutz. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Allerdings, als ich nach Rostock kam, habe ich immer einen Tag Vorsprung vor den Studenten gehabt, weil ich die Vorlesungen alle neu ausarbeiten musste. Und da war es gut, dass ich erstmal alleine nur hier war. Meine Familie kam erst ein halbes Jahr später nach und ich konnte am Abend die Vorlesung für den nächsten Tag vorbereiten. Aber es war eine tolle Zeit. Und in der Forschung habe ich mich konzentriert auf die Gesundheit der Kälber. Ich habe also in Kälberaufzuchtanlagen Forschung gemacht, wie insbesondere Lungenerkrankungen dort vorgebeugt werden kann und in der Wende. Ich will nochmal zurück. Moment, ja. Das würde ich gerne noch später vertiefen, aber ich würde gerne nochmal zurück, was Rostock und Ihre erste Tätigkeit oder die ersten Vorlesungen hier betraf. Rostock hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, drei Sektionen in der Landwirtschaft gehabt. Und wichtig war ja auch, dass Rostock eine aus der landwirtschaftlichen Fakultät diese drei Sektionen gegründet hat, weil Rostock sowohl für den Bezirk Rostock, den Bezirk Neubrandenburg und den Bezirk Schwerin damals ausgebildet hat, war ja immer oder waren immer drei Bezirke, die mit Agrarwissenschaften oder mit Agrar zu tun hatten und natürlich in Rostock entsprechende Studenten hier waren. Aber was war das Besondere in Rostock? Sie haben das angesprochen, Meliorationswesen. Ich habe so ein bisschen in Erinnerung, dass das was Besonderes für Rostock war, dass wir diese Sektion als eine der ersten oder führenden oder wie auch immer hier hatten. Also da würde ich Sie gerne nochmal nach, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also das war für mich kein Grund, nach Rostock zu gehen. Nein. Diese einzige Einrichtung für die Ausbildung von Melioranten hier an einer Agrarfakultät oder einer Agrarbildungseinrichtung, also Meliorationswesen und Pflanzenproduktion hieß ja die Sektion. Und dann gab es noch die Sektion Landtechnik und die Sektion Tierproduktion, die im Grunde genommen die Agrarausbildung hier gestaltet haben. Da gab es die Spezialisierung an den Ausbildungsstätten in Leipzig, in Halle und Berlin, ja, die jeweils dann dieses Spezifikum hatten. In Berlin noch dazu die gärtnerische Ausbildung. In Halle war auch nur Pflanzenproduktion, in Leipzig Tierproduktion. Vor der Hochschulreform übrigens noch in Jena, diese Ausbildungsstätte in Jena ist dann geschlossen worden, in der Wende wieder eröffnet worden. Aber das waren also die agrarwissenschaftlichen Ausbildungsstätten, mal abgesehen von der EPG-Hochschule in Meißen, die nun einen etwas anderen Charakter hatte für Betriebsleiter. Ja. DDR-Zeit, Sektionen, kommt die Wende. Die Wende ist ja, sagen wir mal, doch ein sehr, sehr tiefer Einschnitt in die Hochschulpolitik gewesen. Wir gehen zurück von Sektionen auf Fakultäten und wir haben in einem der letzten Interviews ja Herrn Professor Tack hier gehabt und da schon mal ein bisschen drüber diskutiert, die Wende und eigentlich die geplante oder versuchte Abschaffung der landwirtschaftlichen Fakultät, gerade in Rostock. Sie gibt es heute Gott sei Dank noch und Sie sind auch daran beteiligt gewesen, dass wir diese Fakultät heute noch in unserem Agrarland Mecklenburg-Vorpommern haben.
Ja, dann will ich hervorheben, dass ich glaube, diese Fakultät nur erhalten werden konnte, weil es so viele aktive Kämpfer für den Erhalt dieser Fakultät gab und die Unterstützung an der Universität, aber vor allen Dingen die Aktiven an den beiden drei ehemaligen Sektionen. Ja, und ich glaube, im Westen wäre das nicht passiert. Da hätten sich die Beamten zurückgelehnt und hätten gesagt, da müsst ihr mir was anderes geben. Wir haben also gekämpft. Wir haben, Sie waren ja auch nicht verbeamtet. Nein, noch nicht. Später dann ja. aber wir wollten die Einrichtung erhalten. Wir wollten auch zeigen, dass wir gute Arbeit leisten können. Wir haben neue Ausbildungskonzepte auch entwickelt. Vorher ja gute Arbeit geleistet haben. Aber wir wollten sozusagen das auch nochmal betonen, denn im Grunde genommen gab es ja die Auffassung, die Agrarfakultäten im Westen reichen auch für die agrarwissenschaftliche Ausbildung. Und wir wollten sozusagen deutlich machen, wir können das auch und wir müssen das auch. Wir haben auch Spezifika, die Größe der Landwirtschaftsbetriebe im Osten und so weiter. Und wir wollten die Aufhebung der Trennung von Tierproduktion und Pflanzenproduktion. Mhm. Deswegen haben wir ein Konzept entwickelt, einen Fachbereich Agrarökologie entwickelt, Agrarwissenschaften und Ökologie zusammengeführt. Und die Melioranten haben dann eine Umweltschutzeinrichtung gegründet, einen entsprechenden Fachbereich, der sich mit Umwelttechnik und Umweltschutz beschäftigt hat. Also das waren unsere Konsequenzen aus Fehlentwicklungen in der DDR übrigens auch. So dass das Interessante war, dass dann Melioranten später sozusagen das zurückgebaut haben, was sie als Melioranten dann bei der Urbarmachung von landwirtschaftlichen Nutzflächen geleistet hatten. Das heißt, sie haben dann zum Umweltschutz beigetragen, haben ökologisch agiert und wir haben versucht, zu einer nachhaltigen Landwirtschaft beizutragen, ökologisch und tiergerecht. Ich bin ja Tiermediziner, das war also mein Spezialgebiet, die tiergerechte, die umweltgerechte Haltung von Nutzheim und Begleittieren. Und dazu habe ich auch ein Buch geschrieben. Und darauf würde ich gerne noch mal ein bisschen intensiver eingehen, weil das auch heute in der Bevölkerung ja eine große Rolle spielt, dass Tiere entsprechend gehalten werden sollen, dass wir, sagen wir mal, nicht in, also die Tiere nicht gequält werden sollen, dass sie nicht so viel Medizin bekommen, also die Medikamente bekommen sollen, weil das ja auch dann den Menschen wieder schadet. Sie haben das in der Wissenschaft schon erforscht, Sie haben das versucht, in die Köpfe der Studenten hineinzubringen. Das wird sich ja sicherlich dann auch in der Landwirtschaft, in den Einzelbetrieben durchsetzen bzw. ankommen. Jedenfalls könnte ich mir das so vorstellen. Es wäre schön, wenn es dann so wäre. Aber oftmals ist es dann eben so, dass die Praxis, das Leben nicht ganz so verläuft, wie es eigentlich sagen theoretisch sein sollte. Wir haben auf jeden Fall Konzepte für die Landwirtschaft entwickelt, die nachhaltig sein sollten. Wir haben uns sogar so benannt. Alle Institute haben sich so dann benannt für nachhaltige Tierhaltung, für nachhaltigen Pflanzenbau, um das zu betonen, gute fachliche Praxis zu lehren und dann möglichst in der Praxis anzuwenden. Dazu waren wir bereit, dazu haben wir ausgebildet. Allerdings politische Rahmenbedingungen können dazu führen, dass Grundsätze der guten fachlichen Praxis der nachhaltigen Landwirtschaft nicht dann umgesetzt werden, wenn man Prämien bekommt für kurze Fruchtfolgen, wenn man Mais anbaut, wenn man Raps anbaut, wenn man Getreide anbaut, wenn man seltener Rüben anbaut, seltener Kartoffeln, dann führt es dazu, dass manche Prinzipien der guten Landwirtschaft eben nicht mehr eingehalten werden. Das ist schade, aber das sind eben politische Rahmenbedingungen, also liegt das die eher dem entgegenwirken, was man eigentlich vernünftigerweise tun sollte, um über Jahrzehnte erfolgreich Landwirtschaft zu betreiben. Und das im Land von Johann Heinrich von Thünen. Genau, also nachhaltige Landwirtschaft ist das, was die Studenten eigentlich lernen, aber sie kriegen oder haben dann nicht die Möglichkeit in ihren Betrieben, das wirklich so umzusetzen, weil sie auch, sagen wir mal, einmal einen ökonomischen Druck haben, zum anderen aber auch die Politik andere Dinge vorschreibt oder machen lassen. Ja, diese politischen Entscheidungen schaffen diesen ökonomischen Druck. Ja. Wenn es also Förderung für bestimmte Anbaustrukturen gibt, dann macht man es, weil man ja wirtschaftlich für den Betrieb
Betrieb arbeiten muss. Also insofern gibt es da sozusagen Fehlsteuerung, für die der Landwirt nichts kann, wo andere dann zuständig sind. Ich will aber nicht hier ausführen, dass Landwirte grundsätzlich gegen gute fachliche Praxis verstoßen. Aber es gibt auch eben Gründe, dass sie manchmal das Richtige nicht so praktizieren, wie sie es selber studiert und gelehrt haben. Das ist eigentlich schade. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann einmal anders entwickeln wird. Ich bin sogar überzeugt davon, denn man kann nicht dauerhaft gegen Naturgesetze verstoßen. Das hat uns ja Johann Heinrich von Thünen auch schon gelehrt. Sie haben ihn gerade erwähnt. Wir sind beide Mitglieder der Thünen-Gesellschaft und haben oder unterstützen dieses Objekt in Tello, wo Johann Heinrich von Thünen jahrelang gelebt hat, wo er eine tolle Landwirtschaft entwickelt hat, Beispiel geben für viele andere Landwirte. Wir an der Universität Rostock haben das Thünen-Archiv, unterstützen natürlich damit auch das Museum. Aber Tello ist ja immer ein kleines Problemkind gewesen. Und Sie als Landwirt, als Professor der Universität, aber später auch in der Politik, haben ja auch versucht, dort in Tello Unterstützung zu geben. Aber wir kommen ja nicht so richtig vorwärts, leider. Was schlagen Sie vor, was wir machen könnten, um Tello wirklich dahin zu bringen, dass es nachhaltig, wir hatten es heute schon das Thema, nachhaltig auch wirklich dabei bleibt, wo es jetzt ist? Also ich habe natürlich sowohl an der Universität als später auch in meiner Rolle als Umweltminister, als Landtagsabgeordneter versucht, zu einer gedeihlichen Entwicklung von Tello beizutragen. Und das ist leider bisher nicht dauerhaft gesichert. Dieses Thünen-Museum, das wesentlich finanziert werden soll durch das Thünen-Gut, das Gewinn abwerfen soll, aber diese Konstruktion ist nicht ganz aufgegangen. Die Gründe will ich jetzt nicht weiter analysieren, aber auf jeden Fall meine ich, dass das Land mehr Verantwortung übernehmen müsste, diese Stätte der Agrargeschichte, der Sozialgeschichte. Johann Heinrich von Thünen war Agrarmann, er war aber auch ein Volkswirt, er war ein Sozialpolitiker. Im Grunde genommen der Zeit weit voraus, wenn es um nachhaltige Landwirtschaft geht, hat Weltgeltung erreicht und wir stolpern von einer kleinen Hilfsmaßnahme zur anderen, um dieses Gut zu erhalten und das Thünen-Museum. Es ist schade und ich meine, das Land muss mehr Verantwortung übernehmen. Ich bin selber im Kreistag tätig. Der Kreis versucht, seinen Anteil zu liefern, aber letztendlich glaube ich, muss das Land mehr Verantwortung übernehmen. Eigentlich müsste es ein Landesmuseum sein. Genau, das sehe ich auch wie so. Wie andere auch. Aber Sie übernehmen sowieso Verantwortung für unser Land. Und das muss eine richtige Außenstelle der Universität sein. Das würde auch funktionieren, aber da hat sich die Universität auch in den 90er Jahren schon ein bisschen sehr zurückgehalten. Ja. Und außer, dass wir das Museum unterstützen, dass wir auch viele Kopien aus dem Thünen-Archiv dorthin gegeben haben, dass man auch vor Ort als Wissenschaftler dort selber forschen kann, wir Dubletten von Büchern hingegeben haben als Leihgaben. Also das haben wir schon gemacht, aber das können wir als Universitätsarchiv natürlich nicht alleine machen, sondern da müssten sowohl die Historiker als auch die Landwirte, die Ökonomen sich mit dazu tun. Sie haben zwar die Ökonome Wirtschaftswissenschaften haben natürlich ihr Haus, die Johann Heinrich von Thünen Haus benannt, aber auch schwierig nur sowas zu machen. Obwohl es gibt natürlich auch Kooperationen zwischen Tello und den Wirtschaftswissenschaften in Rostock. Wobei ich glaube, dass sagen das Engagement an der Universität selber durchaus noch größer sein könnte. Ja. Johann Heinrich von Thünen ist immerhin Ehrendoktor dieser Universität. Richtig. Und ist ein Aushängeschild für die Universität, sowohl für die Ökonomen als auch für die Landwirte. Und die Historiker. Und die Historiker. Und da würde ich mir schon sozusagen mehr Gemeinschaftsaktionen wünschen. Die hat es zeitweise gegeben. Die momentane Situation kann ich nicht einschätzen. Aber ich glaube, dass auch die Landespolitik in Verantwortung ist. Das Bildungsministerium als Museumsministerium, wenn ich das so sagen darf, und das Agrarministerium und Umweltministerium für den Teil, wo es um praktische Landwirtschaft, um nachhaltige Landwirtschaft geht. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Die Universität wird im kommenden Jahr 600 Jahre alt. Was würden Sie Ihrer alten Universität wünschen zu dem Geburtstag? Oh, da hätte ich natürlich viele Wünsche. Ich fange mal mit einer Zahl an.
Aus meiner Sicht muss der sogenannte Finanzierungskorridor für die Hochschulen des Landes, der mit 1,5% festgelegt ist, Steigerungsrate der finanziellen Ausstattung der Universitäten, der muss verändert werden. Der muss mindestens verdoppelt werden auf 3%. Darüber habe ich übrigens mit dem ehemaligen Bildungsminister Brotkorb des Öfteren gesprochen, auch als wir in einer Koalition noch in Schwerin gewirkt haben in der Landespolitik. Halte ich das für erforderlich, denn wir merken, 1,5% reichen nicht. Das zwingt zum Personalabbau. Richtig. Bei aller wunderbaren Entwicklung der Universität in Gebäude, in Ausstattung und so weiter, das kann man ja nur bewundern und dankbar sein. Aber wenn man Personal kontinuierlich abbauen muss, ist das nicht nachhaltig für die Universität. Ja, das kann ich auch für die Tierproduktion sagen. Wir haben ein wunderbares Gebäude, aber da könnten eigentlich noch mehr drin sitzen. Und für die Agrarfakultät würde ich mir wünschen, dass sie wirklich wieder voll ausgestattet werden kann. Mein ehemaliges Institut ist in der Wende von 28 Personen auf 2 reduziert worden. Einer davon war ich. Und das muss umgekehrt werden. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Akzente so gesetzt werden, insgesamt an der Universität, dass wir zu einem nachhaltigen Denken in der Lage sind, übrigens in allen Fakultäten. Mhm. Denn nachhaltige Entwicklung, zukunftsfähige Entwicklung ist nicht nur eine Sache der Agrarfakultät und der umweltwissenschaftlichen Fakultät, sondern hat schon zu tun mit Ausbildung, mit Pädagogik und so weiter. Da würde ich mir wünschen, dass solche Impulse noch mehr von der Universität ausgehen. Übrigens auch für die Kultur. Ich bin Vorsitzender der Kulturstiftung Rostock und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Universität noch mehr leisten könnte für das kulturelle Leben in dieser Stadt und das nicht der HMT zum großen Teil überlässt. Ich finde ein wunderbares Schlusswort. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass wir heute so ein doch sehr aufschlussreiches Gespräch haben konnten, dass wir viele Dinge angesprochen haben. Und ich wünsche mir eigentlich auch sehr, sehr oder kann das nur unterstützen, dass die Universität in den nächsten Jahren möglichst ein bisschen mehr Geld bekommt, um viele Dinge, die anstehen, noch realisieren zu können. Vielen Dank, bleiben Sie gesund. Bis auf ein nächstes Mal. Dankeschön. Ihnen auch das Gleiche.